Was fasziniert Sie an diesem Thema? An diesem Thema, dass es ein äußerst freiheitliches Konzept ist. Aha. Und zwar, ja natürlich, weil es ist fast nicht zu kontrollieren und das gefällt mir. Es ist gar nicht zu kontrollieren. Gar nicht, oder? Ja, eigentlich nicht. Also auch das Konzept, sagen wir, Wikipedia gefällt mir einfach deshalb, weil im Grunde genommen einfach von überall her wirklich Inputs kommen können und der beste Input siegt schlussendlich durch die Diskussion. Gut, also ich meine, das ist immer eine, ist immer Arbeit es geht natürlich immer wieder weiter und dann kommt wieder Unsinn rein und dann muss der wieder bereinigt werden. Mhm. Aber es ist ein total evolutionäres Konzept und das gefällt, evolutionär, oder? Das gefällt mir daran. Dr. Konrad Humler, Radikalliberaler. So wird er vorgestellt. Wir sind hier in der ältesten Privatbank der Schweiz. In der ältesten Bank sogar. Nein! Die älteste Bank. Also nicht nur Privatbank. Es ist die und älteste. Sie haften tatsächlich mit Ihrem eigenen Privatvermögen. Ja. Ist das so? Das ist so. Wofür hafte ich, oder? Das muss man auch sehen. Es ist also eine Haftung nach Aufbrauch der Bankbilanz. Also wenn alles reißt, dann wäre das dann noch so die letzte Auffangposition. Aber grundsätzlich ist es eine unbeschränkte persönliche Haftung. Also mit Joe Ackermann ist er sich Freund, oder nicht? Also ich kenne ihn nicht persönlich, ich möchte ihm auch nicht zu nahe treten, aber es ist natürlich ein Riesenunterschied zwischen ihm und mir. Er ist angestellter Manager und ich bin das nicht. Stefan Flügiger schickt mich ja zu Ihnen. Ja, also gut. Und er hat auch gesagt, Sie seien noch ausgestiegen aus der Vereinigung der Schweizer Privatbankiers, oder welche? Aus dem Verwaltungsrat der Bankiervereinigung ausgetreten im letzten Jahr. Also als Bank oder als Privat? Ich war Verwaltungsrat. Nein, die Bank ist natürlich immer noch Mitglied der Bankiervereinigung. Das ist man selbstverständlich. Ja. Muss es auch fast sein, weil die ja natürlich doch auch sehr viel Dienstleistungen gegenüber den Banken erbringen. Ja, ja. Warum sind Sie ausgestiegen? Weil ein Thema, das hätte traktandiert werden müssen, nämlich die Frage der Haltung in der ganzen Abstimmungsserie über die Bilateralen, wurde nicht traktandiert. Mhm. Und das war, ich kann einfach nicht in einem Verwaltungsrat sein, wo der Ausschuss oder sogar der Präsident eigentlich am Verwaltungsrat vorbei bestimmt, was Sache ist. Für das bin ich nicht in einem Verwaltungsrat, da könnte man sich andere Gremien vorstellen. Das Südufer Bodensee hat ja ganz so abgestimmt, wie Sie wollten, gegen Schengen, für die Freizügigkeit. Sprechen Sie aus, was die Region sagt, oder fühlen Sie sich besonders getragen in der Region? Ja, beides vielleicht. Das ist eine Wechselwirkung, aber im Grunde genommen hat es ja letztes Jahr zwei Abstimmungen, wovon eine wichtig war und die andere nicht dermaßen wichtig. Also Schengen, ob jetzt Schengen so oder Schengen anders und so weiter, das ist letztlich eine technische Angelegenheit. Hingegen die Personenfreizügigkeit war schon wichtig und zwar nicht einmal per se wichtig, sondern weil die Personenfreizügigkeit eben eine Ablehnung der Personenfreizügigkeit hätte ganz klar die bilaterale Geschichte der Schweiz mit der EU gefährdet. Mhm. Und mir ging es primär darum, diese zweite Abstimmung zu gewinnen. Jetzt rein taktisch jetzt einmal gesehen, war es ganz klar notwendig, dass ein klarer EU-Skeptiker sich ebenso klar dann für diese Personenfreizügigkeit einsetzt. Das war eigentlich meine Idee und das hat so geklappt. Ganz offensichtlich war, ich würde jetzt meinen, die Ostschweiz wäre für die Personenfreizügigkeit nicht zu gewinnen gewesen, wenn nur EU-Fans und auch implizite, verkappte EU-Fans dafür eingestanden wären. Ich möchte noch einmal auf diesen Radikal-Liberalen eingehen. Ich habe immer den Eindruck, dieses Neue am Liberalismus,
welches die Menschen so radikal in die Ecke stellt und in die Überflüssigkeit auf die Müllhalde kippt, sei gerade das Problem, welches so viel Unsicherheit auch in die Gesellschaft trage. Jetzt ist aber Sicherheit ausgerechnet eines ihrer Themen, die für Sie sehr wichtig sind. Warum ist Ihre radikal-liberale Position gut für das Sicherheitsgefühl in der Gesellschaft? Ich glaube an sich nicht, dass der Radikale, wie man immer diesen Liberalismus bezeichnet, jemanden auf die Müllhalde stellt, sondern was er eigentlich will, ist, dass er Chancen eröffnet, dass neue Jobs, neue Arbeitsplätze und so weiter problemlos entstehen können. Und das ist eigentlich gerade das Gegenteil von der Müllhalde. Wogegen wir uns natürlich wenden, ist gegen Strukturerhaltung von Dingen, die nicht mehr zu halten sind. Und das ist eben eines der Probleme, dass unsere Industriegesellschaft sich wandelt. Sie wandelt sich einerseits in eine Dienstleistungsgesellschaft, das ist schon passiert, und andererseits gehen natürlich traditionelle Jobs verloren. Und unsere Position ist da ganz klar, was verloren gehen muss, weil es eben nicht mehr zu halten ist, das kann man auch nicht mehr künstlich aufhalten. Das kann man sagen, das sei eine herzlose Position, aber letztlich ist es sie eben nicht, wenn sie begleitet ist von einer Politik, die auch Chancen eröffnen würde. Und dort ist an sich meine Kritik, dass die Strukturen, in denen wir leben, in denen zum Beispiel ein sehr teurer Sozialmechanismus über Lohnnebenkosten finanziert wird, dass das natürlich an sich diese Auslagerungsnotwendigkeit noch verschnellert und akzeleriert. Und da habe ich schon meine große Mühe. Und auf der anderen Seite eben ein sehr restriktives Regime im Grunde genommen herrscht gegenüber allem Neuen, das eben entstehen könnte und auch entstehen müsste. Ich würde da gerne noch einmal reingehen. Also, ich mache immer das Wortspiel mit Neoliberalismus. Ja. Das Neue am Liberalismus sei, dass er nur noch das Geld befreit und nicht mehr die Menschen, was vorher natürlich eigentlich mal im Konzept mit drin war. Das wäre also mindestens aus meiner Sicht völlig falsch. Vielleicht ist es schwierig, als Banke da überhaupt glaubwürdig zu argumentieren, aber für mich ist es eigentlich immer eine Frage des Menschen zuerst, und das Geld muss einfach akzessorisch noch stimmen. Ich meine, irgendwo muss ein Wirtschaftssystem halt eben aufgehen und auch die Anreize gehen letztlich irgendwo übers Geld. Aber nochmals, das Wichtige ist an sich, dass die Leute im Grunde genommen neue Freiheiten wahrnehmen können. Und so verstandener Liberalismus wäre dann eben nicht so problematisch aus meiner Sicht. Ich komme schon zum Schluss eigentlich fast. Den ersten Staat vor 200 Jahren haben wir in eine Gesellschaft hineingelegt, welche begonnen hat zu produzieren. Produkte, Dinge, ja. Maschinen, weiß der Geier was. Jetzt stellt sich das um. Brauchen wir einen Staat 2.0? Einen neuen Staat, weil sich es so stark umstellt? Ich würde meinen, es braucht einen neuen Staat, weil die Bedürfnisse der Industriegesellschaft waren ganz klar andere. Mhm. Es waren auch letztlich dann Strukturen, die dann ja auch immer stringenter wurden und die Gesellschaft immer mehr organisierte. Was es heute eigentlich bräuchte, wäre eine Organisation, die eine offene Plattform bietet. Mhm. Also meine Vorstellung, meine Vision von der Schweiz ist ganz klar die Plattformvision, die ideale Plattform, um in dieser sehr viel weiter gewordenen Welt optimal funktionieren zu können. Und das ist natürlich ein Unterschied zu dem, was wir jetzt haben. Ja. Und das ist meine Schlussfrage. Also ich denke eigentlich immer so daran herum, dass man sagt, können wir in der Bodenseeregion ein Parlament haben, das uns die Nationalstaatlichkeit überwinden hilft? Sie denken ganz stark national noch einmal. Warum dieser City-State-Gedanke? Ich würde nicht national denken, wenn wir nicht von den Nachbarn umgeben wären, die wir eben haben. Nein, ich meine es ernst. Und die tun mir auch leid, aber ich meine, wenn man einen Nachbarn im Norden hat, der 10 und mehr Prozent Arbeitslosigkeit hat seit in den letzten 5 bis 10 Jahren, dann ist das einfach ein Problem.
Und dessen muss man sich bewusst sein. Und die Harmonisierung mit dem System gefällt mir nicht. Mhm. Aber Export der direkten Demokratie in den süddeutschen Raum, wäre das so schlimm? Ja, das wäre vielleicht, die sind ja sehr ähnlich wie mir. Und die könnten das schon bewältigen, würde ich jetzt meinen. Aber ich meine, man muss das vielleicht schon ernsthafter noch anschauen. Das Problem liegt dort wirklich in den Strukturen, nicht nur in Deutschland, übrigens auch in Frankreich und Italien. Also die Schweiz hat das Pech, im Grunde genommen von strukturschwachen Nachbarn umgeben zu sein. Aber also Baden-Württemberg und Bayern und Vorarlberg ist alles andere als strukturschwach, im Gegenteil. Aber es gibt da dann noch ein paar andere Gegenden und die sind natürlich finanziell völlig eingebunden. Okay. Und das ist das Problem. Okay. Also mit anderen Worten, nein, ganz klar, also beste Beziehung mit unseren Nachbarn schließt das nicht aus, dass man trotzdem sagt, unser Standort ist uns etwas wert. Und wer halt Standort sagt, der sagt auch, was er eigentlich nicht will. Er muss allerdings auch sagen, was er will. Und das ist der Punkt, den ich dann eigentlich doch auch, mit dem ich mich dann klar auch gegen Zweitweltkrieg-Patrioten abgrenze. Wir müssen ganz klar vorwärts schauen. Und was mir eigentlich vorschwebt, ist eben die Schweiz als Plattform, eben über diese europäische Internationalität hinaus in eine weltweite. Das ist eigentlich die Vision. Ich habe den NZZ-Artikel online gelegt, im Linkverzeichnis. Also den geht man jetzt weiterlesen. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Hunger. Nicht vergessen, 25. April 2006, wir feiern 175 Jahre erste liberale Verfassung der Schweiz und fragen umstandslos, welche sind die heute notwendigen sozialen Erfindungen. Mit Blockkonferenz, bringen Sie Notebook mit und Sie haben Wireless LAN Access. Bis bald!